Aber da müsste der jetzt im Knast sein, oder? Ja. Sehr gut. Weggenatzt. So, gut, dass ich noch einen Ersatz-Anders-Hut hier habe. Ich hab ja vorbereitet, ne? So, sehr schön. Wollt ihr mich draußen abholen am Genau. am Landepad? Bett. Ja, aber. Super. Können Sie ja vielleicht gucken, ob die Fury da noch schwebt. Ja, super, dann komme ich direkt mit der Fury, wa? Muss ich mal gucken, ob ich die überhaupt sehe. So. Ja, schade. Oh, ich war kurz vor. Ich hätte fast ausgewichen. Ah, das war so eine Alterssekunde, weißt du? So, die man im Alter nicht mehr hat. Genau. Verdammt. Ärgert mich ein bisschen. Oh, ah, Mist. Jetzt Dafür ärgert es mich. ist er jetzt im Gefängnis. Ja, das stimmt. So, dann gucke ich mal, ob ich die Fury finde. Wie komme ich denn am besten hin? Am besten raus und dann einmal rüberschweben, wa? Boah, hier ist die Performance, aber. Oh, ist das mies. Wo ist denn jetzt hier Grimhexdorf? Oha. Unsere HRT haben wir noch, ne? Die haben wir noch, ne? Ja, die machen wir jetzt. So, HRT. Kann da nochmal einer in die zum Piloten kommen und das Schiff fliegen, weil ich mal kurz wohin muss? Wo musst du hin? Bin unterwegs. Was wegtragen. Kacken? Nee, das kleinere Übel davon. So, ich glaube, jetzt muss ich einmal hier rüber gurken. Da hinten müsste die eigentlich sein. Oh, hier sieht's aus, ey. Junge, Junge, Junge. Erlen Tonks McRibbon. Geiler Name, oder? Genau, den haben wir, glaube ich, auch mit Ach ne, irgendwie. McKibben. Ach, das ist ja unser HRT noch. Ja, Das. genau. So, Puck, ich bin hinter dir. Okay, dann steige ich aus dem Sitz aus. Warte mal, schauen wir, dass wir noch bremsen. So, jetzt. So. Mal kurz weg. Im Schiff ist man schneller rum, ne? Um Grimhex als im EVA. Also die Fury ist noch da. Ja, super. Captain Hängt bei ist der Marker. Schiffsaffen rum, ey. Verrückt. Man kann hier richtig einsammeln gehen, ne? Leider kannst du halt den Traktorbeam nicht benutzen, aber kannst du schon? Kannst du hier schon so ein bisschen was einsammeln hier? Oh, hier, was liegt denn hier? Ach Mensch, guck mal. Das ist doch ein gratis Geschenk, dann nehme ich doch mit. Was hast du gefunden? Eine komplette ausgerüstete Leiche. So, dann move ich erstmal alles schön rüber nach Grimhex. Zack. Ich sagte, zack. Na gut, machen wir es so. Andershut und trotzdem alles drüben. So, das noch nicht. Ah, zack. 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 Und zack. Pets. Der will nicht. Warum will er nicht? Dann ist da die Fury. Ach so, er lädt noch. Gut. Oh, ich glaube, war das mein Picoball? Ja, ich glaube. Mal gucken, ob der noch was Schönes im Rucksack hatte hier. Ah ja, zwei Magazine. Ach, schön viele Magazine hier auf Start auf jeden Fall. Hat jemand hier auf Grünhex was zu trinken? Ich habe was mit. Oder ich kann was. Doch, ich habe was mit. Oder ich bringe was mit. Das wäre schön. So, wird schon passen. Gut, dann setze ich mich jetzt in die Fury und dann parke ich hoffentlich besser ein, als wie ich ausgeparkt habe. Seid ihr schon direkt bei der Fury oder? Ja.
Ah ja, okay. Das ist natürlich noch ein bisschen weiter weg jetzt von mir, aber ich bin ja im EVA. So, wieder da. Perfekt. Ihr könnt mich natürlich kurz im EVA abholen, zu Fury bringen. Das ist wahrscheinlich schneller. Oder kommt einer zu euch? Eine Aurora. So, ich bin wieder aufgestanden vom Pilotensitz. Du kannst wieder rein. Vielleicht aufpassen, wenn man hier in den Hangar vorbeifliegt. Guck, du warst doch da, oder? Ich bin jetzt da, ja. Gut, dann gehe ich wieder rein. Pass auf, direkt hinter dir ist die Fury. Ich bin nah dran gefahren und habe die Motoren ausgestellt. Okay. Boah, ich finde das so geil, ne? Das ist echt so geil, dass man so in so einem Game ist, wo so, ja, keine Ahnung, so andere Spieler einfach unabhängig von einem so Sachen machen. Und dann rumfliegen. Der Raum hier, ne? Der schießt ja auf dich hier. Da ist eine Aurora, die auf die Fury schießt. Ja, mach sie weg. Ja, das war's dann wohl mit der Fury, denke ich mal. Zumindest ja, mach doch mal die Aurora weg. Mach die mal weg. Alter, was ist los? Was ist los mit den Leuten? Was ich ist los mit nicht hin. Die abschießen, die Aurora? Ja, schieß sie mal ab. Ist tot. Habt ihr geschossen? Ich hab ihn abgeschossen, ja. Ich hab keine Schüsse gesehen irgendwie. Ja, die ist kaputt. Aber der war nicht rot gewesen. Ja, aber er hat ja unsere Fury abgeschossen. Ja. Tja, so ist das, mein Freund, ne? Da, die Rache kommt, die Rache folgt manchmal auf dem Fuß. Vielleicht war das der, wo wir gejagt haben. So, der hatte leider auch nur einen weißen Anzug an, also lohnt sich nicht. Gut, dann komme ich jetzt zu euch. Muss ich euch jetzt erstmal finden hier, wo seid ihr denn? Ich schieß mal in deine Richtung. Ja, nee. Ich kann auch hinfliegen jetzt. Ja, mach mal, ich sehe euch. Ach, da seid ihr. Ja, ihr seid zu weit weg, kommt mal ein bisschen näher. Ich sehe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich sehe euer Schiff gar nicht. Aber die sind immer unsichtbar, deswegen sind wir nie angegriffen worden. So, ich sehe wahrscheinlich keinen Marker von dir. Wo bist du? Vor die Tore oder wo? Rechts davon. Also ich sehe nur Marker, ne? Oder seid ihr woanders? Er ist 100. Mach mal gucken, weiter nach rechts, Puck. Gleiche Höhe nach rechts. Was? Gibt's Ärger? Ach, da ist er. Okay. Achtung, wir fliegen gerade an dir vorbei. Ja, okay. Also ich sehe euch nicht. Okay. Ich sehe dich genau vor meiner Kanzel. Okay. So, jetzt? Ich sehe jetzt nur mal. Er ist 28 Meter hinter uns. Stehen bleiben. Was machen wir denn da jetzt? Ich mach mal die Dings runter. Die Rampe in der Hoffnung, dass du dann was siehst. Okay. Wenn du die Rampe rüber machst, dann kannst du mich ja mal, wenn du mich siehst, mal leiten. Ja. Aber wahrscheinlich werde ich. Wenn nicht, landen wir und dann. Ja. Eins nach dem anderen. Das ist ja auch wieder ein geiler Bug. Ja, dass einer unsichtbar ist, wenn er gestorben ist in dem Team, das kommt öfters vor. Ja, aber das Schiff ist weg. Ich sehe euer Schiff nicht. Das ist moin. So. Noch hinter der Wand. Wer hat jetzt die Luke runtergemacht? Potter. Wer? DM Potter. DM Potter. Dreh dich mal nach rechts. Ja, ich bin da aus uns. Ein bisschen nach oben und 15 Meter in diese Richtung. So, ich strafe jetzt auf dich zu, auf so, deinen stehen Marken. Bin. Ja, ja, stehen. Dann komm mal mit. Dann führe ich dich mal einmal um den. Komm mal hinterher. Ich weiß nicht, ich flieg jetzt ja, auf ist dich richtig. Zu, ne? Genau, mach das weiter. So, ich biege jetzt ich bin ab, nach rechts. Vorbeigeflogen. Genau, ich biege jetzt nach rechts ab. Nee, aber was? Nee, die Rampe hat doch an einer Seite die Klappe hoch, wo du eben nicht rausfliegen konntest, weißt du? Du warst jetzt hinten an der Rampe, du musst vorne auf hin. Der Seite waren wir, wir müssen jetzt zur anderen Seite. So, jetzt fliege wieder zu mir, 18 Meter in diese Richtung. Ja. Neun, acht, sieben, sechs, so. Jetzt biege ich noch ein bisschen ab. So, jetzt komm mal wieder auf mich zu. Hä? Ich bin ein bisschen rechts von dir. Jetzt sehe ich die gar nicht mehr. Ich bin ein klein wenig rechts von dir. Ja. So, sehr gut. Und jetzt sind wir genau hinter der Rampe. Ich fliege jetzt auf die Rampe zu. Muss ich um 90 Grad drehen. Dann guck mal, jetzt nach rechts drehen, 90 Grad. Ja. Mach doch mal das Tarnschild aus. Und jetzt Gas geben und dabei leicht nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Gas geben, nach oben. So, und jetzt müsste eigentlich Gravitation kriegen. Ja,
Der hupft momentan auf. Er zuppelt auf jeden Fall. Bin ich jetzt über der Rampe? Ja. Fahr doch mal die Rampe hoch. Ich fahr mal die Rampe hoch. Aber ich vermute, du wirst durchfahren. So, die Rampe geht hoch. Und du zuppelst raus. Durch. Bist du durch die... Ja, nee, wir müssen landen leider. Das Schiff ist nicht mehr für mich da, ne? Achtung, wir drehen und rennen. Ja, deswegen nervt es auch viele momentan. Aber das ist echt neu, also das hatte ich noch nie. Also, dass so einzelne Leute unsichtbar sind, ja, aber da unten ist ein Hangar auf. Ich glaube, da werde ich mal reingurken. Muss ich nicht wieder den ganzen Weg rummachen. Der geht gerade zu. Ah, stimmt. Mist. Ihr müsst wahrscheinlich... Ach du, ihr könnt auch in so einen Hangar hier fliegen, oder? Ja, theoretisch, aber ich habe jetzt, glaube ich, oben das... Oben, der große. Da müssen wir rein. Das habe ich jetzt bekommen. Mann. Ja, warte ich nochmal. Vielleicht geht der alleine einer. Ah, da oben geht einer auf. Ah, komm, schnell. Schnell! Ganz schön reger Betrieb hier, ne? Man müsste sich mal hier vorstellen und mal so ein bisschen laufen lassen und so eine Zeitrafferaufnahme machen. Ist schon ganz geil. Naja, eine Hurricane. Das schaffe ich bestimmt nicht mehr da oben. Bestimmt gleich wieder zu. Schneller! Nein, verdammt. Da muss ich nochmal warten, bis noch einer aufgeht hier. So, gelandet. Hier waren mal Dockingarme dran, ne? Irgendwie. Also entweder stürmt das Schiff jetzt ein. Ja, müsst ihr wahrscheinlich, oder? Ja. Ich müsste mich einmal kurz verabschieden. Was? Na gut. Dann gut löschen, ne? Danke. Tja, machen wir denn jetzt hier? Dann stirbst und dann... Ah, da unten geht ein Hang auf. Oh, den schaffe ich. Ich sterbe nicht. Einmal reicht. Den schaffe ich. Komm, gib Gas mit deinem EVA hier. Ja, nur vier Düsen da hinten. Gar nichts werden. Hauptsache, ich fliege dem jetzt nicht vor die Windschutzscheibe. Das ist natürlich doof. Aber ich glaube, wenn ich so seitlich rein fliege, müsste eigentlich gehen. Achso, da landet wahrscheinlich einer, ne? Denke ich mal. Boah. Oder hier ist die 404 gespawnt. Das kann auch sein. So, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich hier reinfliege. Oh, hier sind mindestens 10 Mann. Ja, nicht Terminals. Ah, knapp. Aber ich hab's geschafft. Bestimmt die, was auf uns los. Nee, ich hab... gemacht. Ja, der eine klatscht da hinten. So. Bitko, brauchst du Hilfe? Soll ich einer holen oder ich bin drin. Reingekommen? Hier landet jetzt noch eine... Ich hab bestimmt kein Stat gekriegt. Zumindest versuchst du das. Ich bin gerade 2 Minuten AFK. Guck mal, wie er das hinkriegt hier. Ah, sieht ganz gut aus eigentlich. Ja, hat er gut gemacht. Hat doch ein bisschen. Oh, jetzt fährt er seinen Turm aus da oben. Fahrwerk ausfahren, Freunde. Oh, ja, okay. Zu früh gelobt. Ich glaube, er hat anstatt sein Fahrwerk auszufahren, hat er seinen Turm ausgefahren. Turm? Wie kann man einen Turm ausfahren? Na, vor 5 war der Turm aus. Aber ich glaube, das war jetzt. Nee, das. Nee, komm. Wo seid ihr denn jetzt? Wir sind in der Lobby. Die Hermit hast du ja nicht nochmal da geclaimed, ne? Weil da sind ja meine Klamotten noch drin. Nö. Dann nee, spawnen die wieder und dann müsstest du ja eigentlich wieder da siehst sein. Siehst du uns jetzt hier? Ich sehe euch. Ich euch sehe ich, ja. Eure Marke habe ich ja auch gesehen. Okay, ich habe nur das Schiff nicht gesehen. Wieder. So,
Hangar 11. Okay. Bist du drin, Micha? Nee, nein. Jetzt. Bin drin. So, wie viel sind wir denn jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die vier Außengeschütze. Ja, ne? Oder die vorderen zwei und oben. Ja, sag du, du bist der Pilot. Ja, dann geht einer oben und ja, okay. Rechts dann geh ich nach zwei oben. Und links vorne einer. Okay, geh nach oben, ist okay für euch? Ja. Ja. Okay. So, und dann müssen wir jetzt endlich mal hier den Erling Tongs McKibben. Wenn es den noch gibt. Erledigen. So, alle drum? Ja. Na, klar, Moment. Die Importerte fährt drüben. Ach so, genau. Gut, ich muss nochmal. Bist du rausgefallen? Ja. Jetzt gehen wir über zum anderen. Ach nee. Okay, alles gut. Ja, ich probiere nochmal. Jetzt ist der Fahrstuhl bis ganz nach unten gefahren eben. Ja, das ist so ein komisch im Hangar. So. Also existieren dort noch das Ziel? Wie bitte? Das Ziel existiert noch? Ja, ne? Ja. Auch noch. Mission ist noch aktiv, ja. Ist cool, dass die Türme ihre Einstellungen behalten, ne? Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der an ist hier. Der ist er gar nicht. Jetzt an. So. Aegis Combat Assist activated. Boah, zuppel, 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 zuppel. So, die werden wir schnell erledigt haben, denke ich mal. Können wir schon mal nach einem Folgeauftrag gucken. Aber wie gesagt, ich kann ja nicht. Ich habe ja noch nicht mal die Einsteiger-Bounty-Mission gemacht. Könnt ihr mal gucken, ob noch ein Spieler da ist. Ne, aber so ist geil, ne? Wenn die Spieler dann nicht abhauen und dann wenigstens auch kämpfen und so, ne? Das ist, dann macht Spaß. Wo ich es mir immer noch nicht erklären kann, warum der so, so schnell unterwegs war. Aber vielleicht, ja, oder vielleicht konnte er es einfach auch nicht. Oder er konnte es richtig gut. Das kann auch sein. Aber ich glaube, er konnte es nicht gut. Weil der hat ja die Raketen, die haben ihn ja auch ständig getroffen. So, sind im Zielgebiet. 30 Kilometer. Aktuell ist keine weitere High-Risk drin und kein Spieler. Wie bitte was? Aktuell ist keine aktive High-Risk und kein Spieler drin. Okay. Die wollen jetzt nicht mehr, die haben gehört, dass das Security unterwegs ist. Föhnfrisur wäre auch ein guter Name.
die gefürchtete Föhnfrisur. Oder Fukuhila. Geht so, oder? Hm? Geht so, oder? Geht so? Ja. Ich finde es gut. Grüß das mit den Geschmäckern. Oder ja, du kommst hier nicht durch. Das ist ganz schön eng hier, die Steinchen. So, wollen wir erstmal unseren Bounty ausschalten? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn, nur erstmal die Geleitschütze, glaube ich, ne? Genau, die anderen dann. Schauen wir. Hab hier eine Warn. Eine Warn ist. Ist das Ziel, glaube ich. Genau, aber wenn wir die den Hauptbounty ausschalten, dann hauen die anderen meistens ab. Ja. Das andere ist ein Hornet. Auf die Raketen schießen, wenn sie kommen. Mhm. Under fire. Wen wollen wir denn zuerst? Du musst Ansage machen. Der Backing hier ist auch noch. Pucki, redest du mit uns, oder? Ja, doch. So, ich muss den noch aufschalten hier. Wir nehmen hier die 3. Oh, was war das? Wir haben die Hammerhead mal eingesetzt, wie der Name sich nennt. Oha! Was war da los? Er ist in uns reingeflogen. Die Hammerhead hat ihren Namen gemacht. Aha. Aber Weapon System Destroy, irgendwas muss kaputt gegangen sein. Bei uns. Wir haben genügend Ersatz. Ball ist down. Okay. Geht von irgendeinem der Turm nicht? Alles okay. Ja. Okay. Vielleicht unten, der hinten vielleicht? Der oben in der Mitte, geht der? Weil da ist nichts zu sehen. Oben in der Mitte? Der geht. Okay. Gut, also jetzt Nachfolgeauftrag. Aber der war auf einmal von unten nach oben, müsste irgendwie ins Bild. Aber wir sind durch, oder? Ja. Wir sind durch das Ziel durch. Also das Beste, was ich habe, ist eine Moderate oder eine Group Moderate. Also ich habe eine HRT noch hier. Sehr gut. Ich schere 3, 2, 1, jetzt. So, ihr müsst doch mittlerweile auch Reputation haben, ne? Müsst ihr da auch jetzt... Guter, hyper. Ist gut. Irgendwie kriege ich keine Reputation. Wahrscheinlich, weil ich die, Buki, du weißt, ne? Vielleicht geht's durch. Mal kurz. Ja, du hast ja den Stress dann nicht. Weißt du, was das immer für ein Mega-Stress ist, das rauszuschneiden und überzublenden und sowas alles? Schauen wir mal. Testen wir das mal. So, noch 26. Als er das Gerät neu hatte, da ging es ja auch im Video. Da hat er auch alles ausprobiert. Beim Fußballspiel haben wir es doch auch gemacht, genau. Ja, aber ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich konnte es nicht modern dingsen. Und man muss halt aufpassen, irgendwann kriegst du halt von YouTube einen Strike. Und dann ist es eigentlich nicht gut. Also wenn du den erstmal hast. Also ich will es einfach nicht, man weiß ja, dass es nicht okay ist. Und da nochmal ein Ziel. Ja, das ist eine Reklima. Heißt sie Jonah Scooter Everson und unten heißt sie Jonah Everson Scooter. Da haben wir noch Mickey mit der Avenger Stalker. Ja, wir nehmen jetzt den Mickey. Und da haben wir noch einen. Da ist noch einer. Da haben wir noch eine. Ja, ich muss den erst ins Ziel kriegen.
reicht ja nicht an den. Eine Eclipse haben wir da noch. Ja, die können wir da noch nicht abschalten. Respektweise. Ist schon. Also wen nehmen wir? Die Eclipse mal. Micky ist tot. Okay. Jetzt hier Eclipse. So, unser Hauptziel noch, ne? Wo ist ein Reclaimer? Ne, was ist das? Doch ein Reclaimer, ne? Ja. Ja? Ja. Na, links nicht ganz, aber. Ja, ich schieße ein bisschen blöd, weil ich eine Außenansicht bin, aber ich krieg so ein bisschen hin, krieg ich's. Besser? Ja, alles gut. Eigentlich müsste ich treffen. Oder? Oh, eigentlich schon. So, können wir noch richtig, richtig zerlegen, oder? Ja. Jawohl, so. So, hat er noch eine Kiste gedroppt? Negativ? Nee, doch, da unten ist was. Auf 4445, aber das kann natürlich auch ein Asteroid sein, wahrscheinlich ist ein Asteroid. Ja, weil so nah, wenn denn da wäre es jetzt. Ja, hier. Ja, das stimmt. Hat richtige Einschusslöcher, das Schiff. So, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir mal irgendwie eine Bodenmission machen oder so? Das können wir machen. Können wir, ja. So, ich habe hier, obwohl das ist jetzt natürlich eine Investigation. Ich habe aber Retrieval eine. Op bei Whistler's Crisp. Oder Crypt. Was hast du denn? Ich habe so eine, wo du im Bunker musst und Security unterstützen musst. Ah ja. Was ist denn dieses Investigation Retrieval Op und dann Whistler's Crypt? Ist das eine Paketmission oder was ist das? Na, wenn es bei Bounties drin ist oder was dann nicht. Wo ist Investigation und es ist irgendwas mit einem Package, muss man abholen. Ja, dann ist es Paketmission. Ja, ne? Ah, gibt 12.000. Was gibt die Bunkermission? 15. Ja, machen wir die. Gut, dann nehme ich die an und ich schere sie auf 3, 2, 1 jetzt. Sehr gut. Das ist geil, ne? Wenn man so mit mehreren Leuten unterwegs ist, dann kann man schon mehr mit Sicherheit so machen, ne? Ohne dann irgendwie das Gefühl zu haben, man schafft das irgendwie nicht oder so. Man hat echt mal keinerlei Unterstützung. Allein, dass man Unterstützung hat, ist viel wert in diesem Spiel. Total. Nee, deswegen muss man später auch, wenn man dann dieses System mal irgendwann verlassen, sollte man das auf jeden Fall auch mit mehreren Leuten machen. Tankurari. Genau. Die Satelliten sind alle wieder an. Sind an, ne? So, meine Leiche liegt da übrigens noch 555 Kilometer weg. Aber die hatte eh nur einen Helm auf und einen Undersuit. Die Geschütztürme, die greifen uns nicht an, ne?
bei der Mission. Ja, oder? Einfach mehr die Mission haben dann ja. Und jeder angenommen hat, also einer hat es halt angenommen. Gibt es eigentlich reine, sagt schnell, Outlaw-Bunker? Gibt es die noch? Oder sind die mittlerweile alle mit Security voll? Wo? Doch, ich habe gehört, dass also es soll Missionen geben, wo die Hostiles schon den Bunker übernommen haben, dass sie dann auf dich schießen. Aber man kann zu keinem fliegen, einfach so ohne Mission, um da jetzt mal ein paar Ninetales wegzunatzen. Das gibt's nicht mehr, ne? Richtig nicht. Es wird schon noch so Drogenbunker geben, denke ich. Und du musst dann halt außerhalb parken und mit dem Fahrzeug hinfahren, weil sonst schießen sich ja die Geschütze ab. Hm. Aber wenn, dann kriegst du höchstens Call to Arms, also sicher bin ich mal zwar nicht. So, da steht eine Buccaneer, aber die ist verlassen. Die Hammerhead hat kein Licht. Da schweißt einer nur. Können wir da drin überhaupt landen? Nein. Stimmt. Oder? Na doch. Ansonsten park außerhalb, dann müssen wir halt den Weg laufen. Du bist sehr leise, Pogi. Ja, oder murmelst du nur? Ich murmel. Achso, ich glaube, nee, das Mikrofon war auf halb neun gestanden. Ah ja, ich glaube, da links, da ist Platz. Da geht's, glaube ich, auch schon. Links. Ah, meinst du, das geht? Auch vom Boden her? Ja, sieht gut aus, oder? Sieht gut aus. Ich schalte mir die Triebwerke aus. Wegen Wuppeln tun wir, aber es wird schon gehen. So, fahr doch mal einen Fahrstuhl runter, ob nicht, dass er hochspringt. Links geht runter, problemlos. Okay. Treffen wir uns oben am Fahrstuhl, ja? Ja. Porter und LT sind schon draußen. Jo. Steht eine Medic. Oh Gott, steht da viel. Weia, ey. Was ist denn da los? So, dann LT, dann bleibe ich hinter dir. Alles klar. Du bleibst unten, ne? Ja. Kann ich auch ein bisschen snipern vielleicht, von hinten. Alle drauf? Geht los? Ja. Denk dran, nicht mit auf die mit den Dreiecken schießen, ne? Das sind unsere Freunde, sind das. Und los geht's. Kontakt vor uns, genau. Jawohl.
drüben ist mindestens noch einer. Ja, ich glaube, wir können aber vorrücken. Dann Micha Puck, ihr bleibt rechts, geht rechts rum, wir gehen links rum, die anderen. Da links schleicht einer. Rechts, ihr klickt rechts, wir klingen links. Vorrücken, weiter, da geht's los. Ist der down? Drei sind noch über. Die Dreiecke nicht schießen, ne? Ja, ich sichere die Treppe ab. Genau, klärt ihr da hinten den Rest noch? Kontakt. Lass uns noch kurz warten, ihr beiden. Oder wir können auch weitergehen. Wir sind jetzt zu dritt. Kontakt. Das passt. Da ist einer mit Dreieck. Links ist frei. Ich gehe rechts rum. Okay. Sehr viele Leichen liegen hier rum. Schieß mein Magazin leer, Vorsicht. Ja. Einer muss noch. Die Crazy guckt nach oben. Kann das sein, dass er nach oben ist? Was? Die Security, die guckt nach Ach oben, so. Kann das sein, kann sein, dass ja. der oben ist? Aber ja, wir sind ja noch oben. Die Security würde mich nicht verlassen, also. Server-Raum ist nix. Server-Raum ist sauber? Ja. Hab ihn. Sehr gut. Sehr gut. So, dann kurz noch looten. Kriegt man eigentlich mittlerweile immer noch ein Crime-Stat, wenn man mit einer Hacking-Karte gescannt wird? Also ich habe bis jetzt noch nie eine bekommen, wenn ich eine dabei hatte, aber okay. So oft wird man da. Ich könnte nicht mal sagen, ob ich schon mal jemals damit gescannt worden bin. Nein, in letzter Zeit wird man kaum noch gescannt, ne? Na, das wiederum stimmt. Nicht, also. Echt? Ewig nicht gescannt. Den dritten von dem Mall. Hier oben ist eine rote Kiste mit Scharfschützenwaffe gewesen. Am Geländer. Ah ja. Oh, hier schöne goldene. Eine Exclusive Shotgun. Sehr cool. Hallöchen. Da ist er wieder. Oh. Hi. Brand gelöscht, oder? Ja, angebranntes Essen. Was? Angebranntes Essen. Im Ernst? Ja. Ist einfach nur ein Feuermelder losgegangen, oder? Ja, genau, im Altenheim in der Küche. Passt. Wobei ja, das wird aber teuer. Lieber so. Das wird teuer. Ja, glaube ich nicht. Gut, dann rücken wir wieder ab, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Wurst doch wieder ein bisschen sauberer gemacht. Und somit schließen wir dann auch die Reihe oder die, was kann man noch zur Reihe sagen? Epilog? Nee, Epilog ist ja eher das Outro, ne? Die Mission. Serie, Staffel. Die Serie, ja, die Staffel. Staffel ist doch gut. Die Staffel Weekly Rest Stop Event schließen wir hiermit ab. So, das Weekly Rest-Stop-Event pausiert jetzt erstmal. Wir haben ja jede Woche im Rest-Stop auf Discord ein Event organisiert und das wird jetzt erstmal das letzte sein, weil momentan ist irgendwie zu wenig Leute, die Interesse haben oder auch Sommerloch oder was auch immer der Grund ist. Ne? Und wir schaffen einfach nicht mehr genügend Leute zusammenzukriegen, um mal richtig geile Events zu machen. Eigentlich wollten wir heute was anderes machen, aber
Wir haben jetzt uns für eine Hammerhead-Patrouille entschieden. Hat mega Spaß gemacht. Ich drücke mal das Knöpfchen, ne? Zack. Und ja. Anstelle dessen wird jetzt immer mittwochs ein Livestream stattfinden. Und zwar auf meinem YouTube-Kanal ab 19 Uhr. Werde ich dann live gehen, jeden Mittwoch. Also zumindest fast jeden Mittwoch. Es kann natürlich immer was dazwischen kommen, aber es sollte schon ein regelmäßiger Termin werden. Wo dann ihr auch mitkommen könnt, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr früh genug da seid um 19 Uhr, dann seid ihr mit dabei. Ansonsten bin ich mal alleine, mal sind andere mit dabei und dann werden wir einfach ins Verse gehen, ein bisschen Spaß haben. Dann habe ich weniger Stress, muss nicht so viel planen und wir haben trotzdem ein bisschen Content. Das habe ich mir auf jeden Fall so gedacht. Schauen wir mal, ob es läuft und ob das Weekly Restup Event irgendwann wieder zurückkommt. Ich denke schon und hat nämlich immer sehr viel Spaß gemacht. Man konnte halt immer schöne Sachen machen, die man sonst nicht machen konnte. Was man alleine auch nicht machen kann, ne, das kann man halt immer nur mit mehreren Leuten machen und wenn die 3.20 kommt, dann ist ja auch der Arena Commander komplett neu. Ich denke mal, da werden wir auch dann öfter mal im Reststop mit mehreren Leuten was organisieren. Das wird dann zwar nicht im Zuge des Weekly Reststop Events sein, aber es muss ja auch nicht immer das Weekly Reststop Event sein, ne? Es kann ja auch einfach mal so ein Event sein, ne? Ja, an der Stelle vielen Dank euch Fünfen. Jo, gerne. Jo. Und auch dem Rest, der immer mit dabei war beim Weekly Restop Event, so regelmäßig. Ja. Und somit würde ich sagen, fliegen wir jetzt Richtung nach Hause und verabschieden uns hier. Also, Freunde, macht's gut. Tschüss. Bis. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, dann gehe ich wieder in den linken Turm vorne. Ne?